So, da sind wir wieder. Letzte Folge haben wir fleißig trainiert, auch wenn es nicht wirklich viel gebracht hat. Also es gab nur ein Priesterlevel für Nabi und ein Priesterlevel für Gosmog. Ja, das ist echt nicht besonders viel. Aber gut, wir wollen jetzt zu den Rathüren. Das heißt, wir nehmen diesen Punkt jetzt als Ausgangspunkt, also dieses Gitter hier. Denn ich weiß, wir sind damals von vorne auf diese Tür zugegangen und haben da die Kiste gesehen, den Schalter gedrückt und so weiter. Das heißt, wir müssen entweder von hier gekommen sein und uns links umgedreht haben, also so. Oder wir sind gerade darauf zugekommen von hier. Jetzt wo ich das so sehe, ich glaube, wir kamen von geradeaus drauf. Also gut, wir gehen jetzt erstmal den Gang da lang. Und währenddessen prügele ich immer hier mit meinen Waffen. In der Hoffnung, dass wir so vielleicht noch ein Kriegerlevel bekommen. Außerdem bekomme ich dadurch heraus, ob man so überhaupt wirklich trainieren kann oder ob man Gegnernähe haben muss. Denn das weiß ich immer noch nicht. Das ist ja nicht die Originalversion von Dungeon Master, wo man einfach überall losprügeln konnte und Erfahrungspunkte bekommen hat, sondern das ist halt dieser Mod Return to Chaos, wo sie doch schon recht viel geändert haben. So, ich gehe jetzt einfach immer links an der Wand. Oh, sehr schön. Kaum spricht man von Mobs, die man prügeln muss, taucht einer auf. Und der hat sogar Essen dabei. Besser könnte es gar nicht laufen. Okay, doch, ein Springbrunnen könnte noch links an der Wand sein, aber man sollte ja nicht zu viel verlangen. So, hat jemand Hunger? Ein Stück noch warme Ratte? Yummy. Also, weiter links rum. Nix, nix, nix. Oh, apropos Brunnen. Und da lang. Oh, er sollte eigentlich nicht den Seil im ersten Slot haben, sondern den Stab, ne? Auch wenn hier oben keine Gegner sind, die Dispel brauchen. Die sind ja erst ganz unten und ziemlich weit oben bei dem großen Raum, wo die Geister sind. Ah, kein Knopf, na gut. Und ich werde mich auch ganz strikt daran halten, immer links an der Wand lang zu gehen, denn dann können wir im Notfall einfach wieder zurückgehen, indem wir rechts an der Wand lang gehen. Ich habe keine Lust, mich hier nochmal zu verlaufen. Da ist wieder so ein Rost, aber das ist nicht unser Ausgangsrost. Hier sind überall Sackgassen. Nicht, dass wir jetzt wieder am Ausgangspunkt rankommen würden durch den anderen Gang. Das wäre natürlich doof. Das würde bedeuten, dass es irgendwo in der Mitte weitergeht und nicht an einer Wand lang. Denn dieser Trick mit einer Wand langlaufen funktioniert bei den meisten Labyrinthen, aber halt nicht bei allen. Man kann die halt so konzipieren, dass es nicht klappt. Ist nur die Frage, ob die Spieldesigner an sowas gedacht haben oder nicht. Treppe runter. Wieso ist hier eine Treppe runter? Die Treppe runter müsste eigentlich hinter dem Bereich sein mit der Truhe, wo wir angefangen haben, diese Folge. Ha, nur mal kurz gucken. Achso, hier ist noch ein Auffangbecken. Gut, gut. Das müsste dann das Auffangbecken sein, wo die Truhe runtergepurzelt ist. Dum, dum, dum. Weiter links rum. Und wir sind wieder da. Okay, also wenn wir den Gang geradeaus nehmen und immer links an der Wand lang gehen, dann haben wir einen riesigen Kreis und kommen hier wieder raus. Das heißt, von da kamen wir wahrscheinlich nicht. Außer es halt irgendwas in der Mitte. Aber das kann ich schwer nachvollziehen, außer ich laufe jetzt da rein und verwirre mich und sucht da verzweifelt irgendwas in der Mitte. Deswegen machen wir jetzt erstmal den Gang hier und gehen diesmal rechts an der Wand lang. Und der Gang war ziemlich kurz. Um nicht zu sagen, sehr, sehr kurz. Und nach einem Secret zu suchen hier bringt auch nichts, denn wir müssen hier irgendwie hergekommen sein. Na gut, also muss es doch hier irgendwo lang gehen. Wir wissen, rechts rum an der Wand kommen wir wieder hier raus. Und wenn wir hier links rum an der Wand lang gehen, kommen wir auch wieder da raus. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang gehen. Aber jetzt hier in dem Gang an der rechten Wand lang. Dann hoffe ich mal einfach woanders rauszukommen. Und ich bin echt überrascht. Oh, da ist schon wieder das Gitter. Nee, das klappt so nicht. Aber ja, ich bin echt überrascht, dass ich so lange ausgekommen bin, ohne eine Karte zu zeichnen. Aber es geht halt mit der Zeit. Wenn man das lang genug am Stück spielt, und ich mache momentan ja nicht besonders viele andere Projekte im Vergleich zu vorher, dann merkt man sich einigermaßen, wo man lang gehen muss.
Also man weiß dann, ah, hier ist der und der Raum, von dem aus, wenn ich dann weiter runter gehe, komme ich bei dem Rätsel vorbei und dann bei dem Rätsel. Das wird dann schon irgendwie. Nur das hier verwirrt mich jetzt. Sind wir sicherlich nicht von hier gekommen? Nee, sind wir nicht. Da geht's wieder runter, wo wir hergekommen sind. Also, ja, eigentlich kommen wir von irgendwo hier. Also, als wir ganz angefangen haben, die Dungeon untergegangen sind, dann sind wir aber ja ganz runter und kommen jetzt wieder zurück von unten. Also kommen wir auch hierher. Das ist, ja, egal. Okay, ich gehe jetzt nochmal hier rein, gehe rechts an der Wand lang und versuche irgend. Achso, hier war eine Sackgasse. Okay, ich gehe jetzt hier lang, gehe diesmal wieder links an der Wand lang und suche dabei irgendwo rechts eine Abzweigung, wo wir mal abgehen könnten. So, also eigentlich hätten wir hier lang gemusst, aber ich schaue mich jetzt mal hier um. Da ist das Gitter wieder, das ist doof. Wo führst du hin? Ich glaube, wir waren vorhin auch schon. Da war der Brunnen, da waren wir immer. Oh, hier zwei Brunnen hintereinander, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, da war gerade ein Dreher. Kompass. Also hier waren wir eben. Wir kamen hier drauf zu. Ich hatte hier die Kreuzung, dann haben wir hier den Brunnen gesehen. Ich habe gesagt, ah, den Brunnen, den wir gerade gesehen haben. So, wir gehen nach Süden. Wir gehen nach Süden. Wir gehen nach Osten. Wir gehen nach Osten. Ha, Dreher. Wir gehen weiter nach Osten. Schön. Und hier ist der Ninja-Stern. Das heißt, hier ist irgendwo eine Ratte in der Mauer. Auch nicht schlecht. Aber ja, da geht's auf jeden Fall zurück in die höheren Ebenen. Sehr schick. Jetzt One-Hitte bitte nicht Z und alles wird gut. Ein Kriegerlevel wäre auch noch ganz toll. Ich höre noch einen Gegner. Oh, das war die falsche Wand. Oh ne, das war noch eine Ratte. Ich hatte ja testweise ein Stück Fleisch da reingeworfen und es hat gleich Tonk gemacht, aber es lag nichts auf dem Boden. Das war ein wenig verwirrend. Aber dann hat die Ratte wohl die andere Ratte an den Kopf bekommen. Autsch. Trink mal was. So, wir wollen jetzt hier wieder durch. Denn war jetzt hier der Raum, wo wir dachten, es wäre gar nichts in dieser Etage. Das hier heißt, hier müsste irgendwann recht schnell eine Treppe nach oben kommen. Hier nicht. Auch wenn ich dann nicht weiß, wie ich von da aus weiter zu den Ra-Räumen komme. Aber wir sind schon mal einen Schritt näher dran. Oh, ich glaube, wie ich weiß, wie ich zu den Ra-Räumen komme. Wir müssen durch den großen Raum wieder und da die Treppe hoch. Okay, hier ist eine Abkürzung. Ja, ich glaube, wir kommen gleich in den großen Raum. Und tada, das müsste er sein. Schon mal Geistzauber vorbereiten. Und hier war jetzt irgendwo. Oh, wo war der Gang nach oben? Im Westen? Wir gehen jetzt erstmal nach Westen und gucken dann weiter. Unterwegs schauen wir uns schön um, ob wir es nicht zufällig irgendwo sehen. Ne, da geht's da lang. Dann gehen wir nach Süden. Hier unten ist nichts. Hier kamen wir nur weiter, wenn wir außen rum gegangen sind. Und da ist der Weg nach oben. Zauber. So, hier ist. Ja, schön. Die Grabkammer des Feuerstabes. Und hier war nicht unsere Rumpelkammer. Die muss doch noch weiter oben liegen. Aber jetzt zur Organisation. Wir sind jetzt auf Ebene 7. Das muss ich mir irgendwie merken, damit ich weiß, in welcher Ebene was nachher liegt. Das schreibe ich mir am besten auch ganz kurz mal auf. Level 7 Firestuff.
Level 8, großer Raum. So, das soll erstmal reichen. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir mit unseren beiden Radschlüsseln anstellen können. Also vielleicht liegt unterwegs hier irgendwas noch auf dem Boden oder wir kommen direkt schon zum Feuerstab, was natürlich recht schick wäre. Klick. Aber sieht nur aus, als wenn wir immer weiter hier den Gang lang gehen könnten. Noch kein Secret irgendwo. Na gut, Schlüssel Nummer 2. Noch eine Tür oder was kommt jetzt? Ein Raum, das ist schon mal gut. Oh, was ist denn das? Blauer Schlüssel? Ist das der Master Key? Wo ist der Master Key? Da. Nee, leider nicht. Der bestimmt auch nicht. Und der da bestimmt auch nicht. Nö. Aber gut, merken wir uns, hinter den Radtüren ist irgend so eine türkise Tür. Und hier geht es noch weiter, wahrscheinlich zu der nächsten Radtür. Oh. Noch eine türkise Tür? Also an die kann ich mich gar nicht erinnern. Hier kann ich noch nicht gewesen sein. Also damals meine ich jetzt. Ist ja ein richtiges Gebiet hier. Ich dachte, es kommen jetzt einfach nur ganz viele Türen hintereinander. Na, genau so. Hintereinander. Hier ist kein Schloss. Was soll denn das? Und dahinter liegt wohl so eine Art Schwert. Ha. Ich klopfe mal ganz kurz testweise hier die Wände ab. Nur so. In der Hoffnung, dass hier irgendwo noch ein Raki ist oder ein Schlüsselloch für das Dingens da. Ein Schwert, das so gut bewacht ist, so diese beiden wichtigen Schlüssel, muss schon ziemlich gut sein. Aber ne, hier ist nichts. Schade, schade. Noch eine Tür. Es sind jetzt schon drei von diesen blauen Türen. Und die Schlüssel haben wir noch gar nicht gesehen. Also wir hatten einmal ein 4. Oder hier ist ein Dreher drin. Obwohl nie da ist, was an der Wand geschrieben gewesen. Achtung! Betreten auf eigene Gefahr. Oder betreten mit Vorsicht. Und wir brauchen ein Schlüssel, der ungefähr so geformt ist wie der Master Key. Der aber nicht passt. Der passt. Betreten mit eigener Gefahr. Dann speichern wir doch mal ab. Nur so für den Fall, dass da wirklich Gefahr drin ist und das nicht einfach nur eine Drohung ist, damit man nicht drin, nicht reingeht. Notizen, Schriftrollen, Formeln und Zaubersprüche. Das klingt sehr gut. Der Powerstein ist verschlossen in dem Gebirge durch eine komische magische Macht. Okay. Der Feuerstab kann wiederhergestellt werden. Nee, kann die Balance wiederherstellen oder sie zerstören. Endlich mal ein bisschen Story-Elemente in dem Spiel. Das ist schon mal sehr schick. Weder Chaos noch Ordnung ist wirklich ausgeglichen. Ja, das kenne ich aus jedem AD&D-Spiel. Also da ist es vollkommen egal, ob man gut ist oder böse. Jedes Extrem ist ziemlich schlecht. Nee, gar nicht. Rechtschaffend und chaotisch sind beide absolut übel. Also Chaos ist halt die pure Anarchie und Rechtschaffen ist nur Gesetz, keine Freiheit. Aber gut, die Schriftrollen können wir hier lassen. Das ist nur ein bisschen Hintergrundwissen. Und der Power Gem, könnte das der grüne Edelstein sein? Green Gem. Na gut, da haben wir noch zwei Flaschen, das ist immer gut. Und warum war dann das Betreten hier mit Vorsicht? Ah, vielleicht weil es so eine Art Bücherei ist. Da soll man halt nicht mit Feuerbällen um sich schmeißen und dergleichen. So, was haben wir da noch was an der Wand? Sundry Supplies. Supplies sind halt Vorräte und Sundry ist
glaube ich, ein Schmelzofen. Bin ich mir aber nicht sicher. Da haben wir einen orangenen Stein. Das wird ja richtig bunt hier. Er hat noch Platz. Und nochmal Korbamit. Davon haben wir jetzt auch schon zwei. Das wiegt auch nichts, richtig? Richtig. Und ein Magnifier, also eine Lupe. Damit können wir jetzt in Ebene 9 oder 10 oder so weitermachen. Ja, aber speichern wir nochmal kurz nochmal ab. Und wir sehen uns dann gleich wieder und gucken, was da hinter dem Gang ist. Bis gleich.